Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, auch im Tierheim Archinoa Gotha Öleben kehrt der Alltag langsam zurück. Noch immer ist zwar kein regulärer Besucherverkehr möglich, wir wollen aber jetzt wieder damit beginnen, Tiere mit Kurzfilmen zur Vermittlung vorzustellen. Wer Interesse hat, sollte im Tierheim anrufen, ein Anrufbeantworter ist ganztags geschaltet. In unserer heutigen Folge stellen wir einen 4 Jahre alten Mischlingskater vor, der mit seiner ganzen Familie in die Arche Noah gebracht wurde. Das Veterinäramt hatte die Katzenfamilie in den Tierschutz eingewiesen, denn Mutter, Vater und 2 Katzenkinder waren einfach in einer Wohnung zurückgelassen worden. Vor 2 Wochen stellten wir hier bereits die beiden Katzenmädchen vor, die aber leider bisher keine Interessenten gefunden haben. Die Katzenmutter hat schon ein neues Zuhause und nun lebt der Vater mit den 2 Töchtern noch zusammen. Die verspielten, halbstarken Miezchen gehen dem Papa aber mittlerweile ganz schön auf die Nerven. Deshalb soll der schöne, menschenbezogene Schmusekater schnell ein neues Zuhause finden. Da er wahrscheinlich schon sein ganzes bisheriges Leben in einer Wohnung lebte, soll er auch ein Wohnungskater bleiben. Das zutrauliche Katerchen an Freigang zu gewöhnen, wäre für so ein unerfahrenes Samtpfötchen vielleicht zu gefährlich. Schön wäre es allerdings, wenn er als Zweitkatze mit einem Spielgefährten leben könnte. Oder aber seine neuen Menschen hätten für ihn ausreichend Zeit. Allein hat er wahrscheinlich bisher nicht gelebt. Und ohne Katzen- oder Menschenfreunde wäre es sehr langweilig für den noch jungen Kater.